Man kann immer verlieren, ne? Aber nicht durch Konditionsprobleme. Wenn man durch Konditionsprobleme verliert, oder? Zu wenig getan. Ja, dann weißt du, du hast zu wenig getan. Wenn du durch K.O. verlierst oder ehrlich wegjoke oder so. Oder einfach durch Punkte oder aus technischen Gründen. Aber jeder Kämpfer kann was vertragen. Aber nicht durch Kondi-Probleme. Auch acht, Bruder. Jeden Tag fast Kraft. Immer. Und abends ist immer Technik. Mittags Kraft, abends Technik. Und umso näher ich zum Kampf komme, lasse ich das Krafttraining weg, mache mehr konditionell, mehr technisch, mehr Sparring. So, jetzt ist gerade genau 4 Wochen vom Kampf. Das heißt, ich mache noch Kraft für 2 Wochen. Und danach, in 2 Wochen, gehe ich dann bei allem, was ich mache, auf Schnelligkeit. Kondi und Schnelligkeit. Drück mal auf OK, wenn das gleich kommt. Drück auf OK. Ich bin kein Talent, Bruder. Harte Arbeit. Ja. Harte Arbeit. Und Bruder, du hast diesen Kriegerblut. Wie heißt das? Wie nennt man das, Bruder? So Kämpferherz. Gewinnerinstinkt. Bruder, nicht jeder hat das. Es gibt Leute, die trainieren ihr Leben lang, aber die werden nie das gewisse Etwas haben. Die können trainieren, wie viel die wollen. Auch 15 Mal. Und bei den besten Teams, egal Amerika, können die auch gehen. Aber wenn die nicht die Grundvoraussetzung mitbringen, weißt du, dann das ist der Hunger. Der Hunger, von dem wir gesprochen haben. Ja, auch. Guck doch, Bruder. Fast alle meine Kämpfer, Gegner, machen mindestens doppelt und dreifach so lange MMA wie ich. Guck mal, Bockenheimer. Bro, bevor ich einmal in meinem Leben MMA-Handschuhe angezogen habe, wo ich noch nicht mal wusste, was UFC ist, war er schon in der Top 10, Bruder. Weißt du? Und ich habe ihn gefinisht, Bruder. Keiner hat ihn gefinisht. Davor Mike Engel auch. Mike Engel war ungeschlagen. Er war jetzt kein heftiger Typ oder so. Er hat keine Baba-Leute besiegt. Aber Bruder, als ich noch nicht mal MMA gemacht habe, war ich schon in der Top 10. Und Bruder, Allah ist mein Zeuge. Bevor ich MMA angefangen habe, habe ich zu meinen Kollegen gesagt, irgendwann kämpfe ich gegen ihn und ich werde ihn wegkommen. Wir haben das schon uns visualisiert. Wallah, da gibt es echt, dieser Kampf hat richtig Geschichte, ne? Gegen Mike Engel, richtig Geschichte. Das war echt filmreif, Bruder. Weil er war der erste, so, ich habe mein erstes MMA-Training, habe ich ja bei seinem Trainer gemacht. Damals zum Probetraining bin ich da hingegangen. Bruder, ich war da. Und ich habe Mike Engel gesehen, wie er trainiert hat. Und ich war neu, das war mein erstes Training. Und er hat mich die ganze Zeit so ein bisschen herabwertend angeguckt, weil da hat er 5-0 Bilanz, er war in der Top 5, ungeschlagen. Die haben von ihm behauptet, dass er der neue Star ist in Deutschland. Weißt du? Und nach dem Training, nach dem Probetraining, habe ich mit meinem Kollegen geredet, das war 2 Uhr nachts oder so. Mein Kollege kann auch diese Geschichte heute Abend bestätigen. Es war 2 Uhr nachts, wir waren draußen am Spazieren. Und wir haben so, kennst du, wenn so zwei Behinderte, die reden über jedes, über alles Mögliche, nur Quatsch im Kopf. Und dann, wir haben so darüber geredet, du musst gegen ihn kämpfen und so, meinte er. Du musst auch mit MMA anfangen. Und dann, wir haben so uns visualisiert, wie wir in den Käfig reinkommen. Wir haben darüber so Palaver gemacht einfach. Und Bruder, guck mal, 1,5 Jahre, 2 Jahre später ist genau das passiert. Er meinte, du musst ihn besiegen. Ich meinte, Digga, irgendwann... Ehrlich, ich werde ihn besiegen und ich werde gegen ihn kämpfen, glaube ich. Er regt mich auf, er hat mich heute beim Training so herabwertend angeguckt und so, weil ich neu bin. Weißt du? Aber das war mein erstes MMA-Training. Und dann habe ich MMA angefangen, 2 Monate später Debüt gemacht.
Und Bruder, 2 Jahre später habe ich gegen den gekämpft, ich habe ihn 3 Runden lang auf die Schnauze gehauen. Aber er war korrekt, Bruder. Lieber Typ. Ganz, ganz lieber Typ. Ja. Schwarz oder weiß? Jetzt weiß. Bruder, jetzt weiß, aber bei Allah, Bruder, er war schwarze Liste ganz oben. Top 1, oder? Ja. Er war Nummer 1. Komm, lass da vorne. Was geht ab, Jungs? Welcome to the West. Schreib mal hin, so Handschellen, Free Hussein. Seine Frau sperrt ihn immer zu Hause ein. Stimmt, was du ja gesagt hast. Oh, Bruder, ist ganz schlimm geworden, ne? Ich sag zu ihm, finde mir eine Frau, ne? Bruder, er kackt drauf. Er sagt, Bruder, er findet lieber sich eine zweite Frau anstatt mir eine. Liebe ist hartes Geschäft, Bruder. Bruder, ganz hart. Spaß, Bruder, er ist der beste Mann, Bruder. Er ist mein Ehrenbruder. Aber seine Schuhe willst du nicht tragen, Bruder. Also, ja, Bruder, seine tschetschenischen Schuhe, Digga. Das sind gute Schuhe. Das ist ja was anderes.